Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 21. Wir sind zurück in der Stimulus Package Reihe. Das letzte Spiel in dieser Serie. Wir haben eine weitere 5-Sterne-Herausforderung. Es geht jetzt gegen die Jacksonville Jaguars. Gardner Minshew, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Wir sollen das Spiel gewinnen, aber wir wissen, auf dieser Legend-Stufe ist das eine ganz harte Nummer. So, wir spielen auch noch auswärts in Jacksonville. Und da ist der Kickoff. Ball an der 1-Yard-Linie. Elliott nimmt ihn auf, orientiert sich rüber auf die linke Seite. Haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Jetzt wissen wir auch, warum. An der 22 ist bereits Schluss. So, erster und 10 an der 22-Yard-Linie. Wir schauen mal, wie Jacksonville gegen den Lauf eingestellt ist. Erster und 10. Erstes Offense-Play, Sieg Elliott. Boah, und der holt gleich ein neues First Down an der 34-Yard-Linie. Das ist mir ja das Allerliebste, dass unser Lauf funktioniert. Hoffen wir, dass es so bleibt. Erster und 10 an der 34. Ja, da war mal überhaupt keine Lücke. Kein Raumgewinn. Zweiter und 10. So, das erste Passing Game. Wir schicken Cooper von rechts kommend in Motion. Da kommt er schon. Kriegt den Ball. Schöner Block und das sorgt für das First Down. Wir sind an der 44-Yard-Linie, neuer, erster und 10. Testen wir mal einen Run über die Außen an. Kein guter Block. Ja, es ist... Ach, Jarwin ist ein sehr, sehr guter Fänger. Der hat tolle, tolle Catches drauf. Aber er ist kein Vorblocker. Zweiter und 8, wir sind an der eigenen 47-Yard-Linie. Elliott bringt den Ball an die 49, aber jetzt haben wir hier auch einen 3. und 5. Cowboys auf einem Screen unterwegs. Wir achten auf Elliott, linke Seite. Boah, da hat er aber richtig viel Platz. Dann nehmen wir uns noch einen Vorblocker mit. Kommen an die 35-Yard-Linie. Das ist ein neuer 1. und 10 für die Cowboys. So, wir bleiben beim Run. Plant Dive über die linke Seite soll es gehen. Das ist Edward Salary, der Rookie Running Back der Kansas City Chiefs. Wenn man ihn noch nicht kennen sollte, der könnte ganz, ganz wichtig für Kansas City werden. 2003 an der 29-Yard-Linie. Wieder Edward Salary und das ist ein neues First Down. Kriegt da hart einen mit, hält den Ball aber fest. Und jetzt sind wir an der 23 der Jaguars. Letztes Play im ersten Quarter. Noch einmal ein Run. Und wir sind an der 17-Yard-Linie. So, zweiter Versuch und 4. Wir gehen auf einen Lauf durch die Mitte. Über die Außen würde ich da ungern laufen wollen. Da ist alles dermaßen zu. Elliott an die 12. Hat das für einen First Down gereicht? Jawohl. Boah, das ist ein richtig schöner, langer, langer Drive. Konservativer Football. Cowboys rennen die Jaguars hier. Ja, in Grund und Boden kann man es nicht nennen. Es gibt ja hier nicht wirklich Big Plays. Aber sie sind auch nicht in der Lage, die Cowboys zu stoppen. Hier allerdings machen sie sämtliche Gaps zu. Und jetzt steht Dallas vor einem dritten Versuch und 6. Also ein Screen kurz vor der Endzone halte ich für nicht unbedingt so eine schlaue Idee. Wir nehmen den Slot Drive. Jarwin attackiert die Endzone. Wir achten auch auf Johnson. Müssen mal schauen, was die Safeties da hinten veranstalten.
Johnson hat ein 1 gegen 1 und kann den Ball aber nicht sichern. Ein ellenlanger Drive. Und am Ende des Tages bleibt den Cowboys nur der Field Goal Try. Der gelingt aber. Dallas 3, Jaguars 0. Ja, aber es fühlt sich trotz alledem so ein bisschen wie eine Niederlage an. Kick der Cowboys an die Moiras ist die 9-Yard-Linie. Jackson will jetzt mit dem Return an der 24-Yard-Linie kommt, ja, der Schnäuzer der Nation. Der hat es ja echt geschafft, dass die Leute wieder drüber nachdenken, den Schnurrbart zu tragen. Hoffen wir, dass das an uns vorbeigeht. So, 1. und 10 an der 24-Yard-Linie. Wir starten mit einem Zonenblitz. 1. Versuch an der 24. Lauf. Das ist hier noch Leonard Fournette. Der ist mittlerweile ja nicht mehr bei den Jaguars. Ist ja nach Tampa getradet worden. Ist jetzt, ja, hinter Tom Brady ja getradet. Ist, glaube ich, entlassen worden sogar. Und hat dann bei Tampa angeheuert. 2. und 8. Cowboys zeigen den Blitz. Minshew findet einen Receiver an der 30. Wieder ein Blitz der Cowboys und das ist der Sack. Lewis kommt durch und wir nehmen ein Timeout, denn das ist ein 4. und 11. Und Jacksonville muss jetzt punten. Unsere Offense kommt also gleich nochmal auf das Feld. Hoffen wir auf eine möglichst gute Feld. Position. Elliott nimmt den Ball auf. Na, ah, das ist schon nicht schlecht. Wir sind an der 46-Yard-Linie, haben noch 1:27 zu spielen und haben noch 2 Auszeiten zur Verfügung. Da können wir doch noch ein bisschen was anrichten. Ein Double Slant. Boah, sollen wir tief gehen? Ne, wir riskieren es nicht. Johnson und Cooper von der linken Seite auf einer Slant. Johnson löst sich, bringt den Ball an die 38-Yard-Linie. Wir hätten auch tief gehen können. Unsere Receiver sind an der Line of Scrimmage gepresst worden, aber das war mir ehrlich gesagt zu riskant. So, wir achten auf Elliott. Das ist wieder ein Screen. Großartige Blocks. Elliott ins Aus an der 19-Yard-Linie. Wir sind in der Red Zone der Jaguars. Und jetzt lasst uns das Ding doch auch abschließen. Johnson und Cooper von links. Wieder eine Press-Coverage der Jaguars. Der Ball geht aber zu Amari Cooper und der ist incomplete. Stark verteidigt vom 2. Corner. Der da ausgeholfen hat. 2. und 10. Jarwin attackiert die Mitte unserer Tight End. Wir achten auf Johnson im Slot. Aber da sehe ich 2, wenn nicht sogar 3 Verteidiger bei ihm. Der Ball geht zum Tight End. Ja, und der ist intercepted. Ach, Leute. Getippt und dann in den Armen der Jaguars gelandet. Da versagt mir sogar die Stimme. 1. und 10 an der 45-Yard-Linie für Jacksonville. Boah, was war das denn? Broken Tackle des Tight Ends. 1. und 10 an der 32-Yard-Linie. Wieder geht der Ball über die Mitte zum Tight End. Jacksonville nimmt schon die 2. Auszeit. Cowboys in einer Cover 3, 2. und 4. Wir haben noch 35 Sekunden zu spielen in der ersten Hälfte. Ball an der 43-Yard-Linie.
Immer wieder der Tight End. Ball jetzt in der Hälfte der Cowboys an der 44. Noch 15 Sekunden auf der Uhr. Bringt Minshew die Jaguars noch in Field Goal Range? Da läuft er selber, wird an der 40 getackelt, geht nicht ins Aus und jetzt läuft die Uhr weiter. Boah, schicken sie da noch? Nein, das schaffen sie nicht. Also dann, knappe 3:0 Führung für die Cowboys. Wir hätten hier mit 14:0 eigentlich führen müssen. Deswegen fühlt sich das nicht besonders gut an. Die zweite Hälfte der Partie startet mit unserem Kickoff. Und wir schauen, was Gardner Minshew daraus macht. An der 5-Yard-Linie wird der Ball aufgenommen. Der Return ist gestoppt an der 25-Yard-Linie. Wir haben einen ersten Versuch und 10. Cowboys mit einem Zonenblitz. Der Ball an der 25-Yard-Linie. Fournette. Boah, direkt erwischt von DeMarcus Lawrence. Tackle for loss. Zweiter Versuch und 11. Cowboys bleiben beim Blitz. Und da holt sich DeMarcus Lawrence gleich einen Sack. So geht mal eine zweite Halbzeit gut los für einen Edge Rusher. Dritter und 16. Und das ist natürlich ein Brett. Wäre sehr schick, wenn wir hier die Jaguars mit einem 3-and-out vom Feld schicken könnten. Druck auf Minshew. Oh! Byron Jones springt hier hoch, schlägt den Ball ab. Und wir haben tatsächlich die Punt Unit der Jaguars auf dem Feld. An der 30. Elliott nimmt den Ball auf. Sprintet hier einmal quer über das Feld, bringt den Ball aber damit in die Hälfte der Jaguars, an die 48. Erster Versuch und 10 für die Cowboys. So, auch wenn der Lauf bis dato noch nicht effektiv war, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wir werden jetzt schon mal versuchen, ein bisschen was an Zeit von der Uhr zu nehmen. Elliott läuft an die 41. Das war, glaube ich, der weiteste Run, den wir bis dato gesehen haben. 7 Yard. Zweiter Versuch und 3. Wir nähern uns langsam aber sicher der Field Goal Range. Schöner Cut hier von Elliott. Zieht hier nach innen. Neuer erster und 10. So, wir dürfen aber unseren Running Back nicht komplett verausgaben. Johnson und Cooper von links auf einer Slant. Fitzgerald kommt von der rechten Seite. Pass über die Mitte auf Johnson. First down. Wir sind in der Red Zone von Jacksonville. Und jetzt müssen wir das Ding doch mal zu Ende spielen. Sprich, den Ball auch in die Endzone bekommen. Erster und 10. Elliott mit einem schönen Run. Das ist ein neues First Down. Jetzt sind wir an der 2-Yard-Linie. Auf einmal klappt es auch mit dem Laufspiel. First and Goal. So, das versuchen wir erst einmal mit dem Run. Elliott durch die Mitte. Und das ist der Touchdown im ersten Versuch. Oh, war das wichtig. PT. Das sieht auch gut aus. Es steht 10:0. Zeit für einen beruhigenden Schluck Kaffee. So. Wir haben noch 47 Sekunden im dritten Quarter zu spielen. Wenn unsere Defense so weitermacht wie bisher, können wir das Spiel eigentlich... Ja, nach Hause schaukeln will ich nicht sagen, aber wenn es jetzt hier nochmal ein 3-and-out gibt, dann ist das Ding eigentlich gegessen. Cowboys starten mit einem Zonenblitz. Erster Versuch und 10. Fournette mit einem Run kann sich da schön lösen. War er eigentlich an der Line schon gestoppt. Zweiter Versuch und 3 damit.
Cowboys bleiben beim Zonenblitz, 2. und 3, Heavy Formation. Zwei Tight Ends auf dem Feld, was ist ein Sack. Samuels, unser Middle Linebacker, kommt da durch und räumt ab. 3. und 7. Und jetzt ist das dritte Quarter vorbei. Es geht rüber in das Schlussviertel. Schauen wir mal, was wir da haben. Nehmen wir den Nickel Blitz 2. Eigentlich sollte es hier zu einem... Oh, da kommt der Screen gerade noch an. Und jetzt haben sie einen riesen Raumgewinn. Big Play der Jaguars. Ball an der 47-Yard-Linie. Leonard Fournette bricht da aber mal komplett aus. Aber wirklich erst im letzten Moment hat Minshew da den Screen geworfen. Ich habe mich schon auf einen Sack gefreut. 1. und 10 an der 47. Die Marcus Lawrence schnappt sich den Sack. 2. Versuch und 17. Cowboys sehr aggressiv unterwegs. Der Ball ist an der 40. Ja, wir sind in einer Cover 3 unterwegs. Minshew unter Druck und der nächste Sack. Leroy Glover kommt durch. 3. und 24 jetzt. Da ziehen wir uns doch zurück, also zurückziehen. Wir benutzen einen Zonenblitz. 3. und 24. Tiefer Ball und der ist intercepted. Shinobi Awuzie greift zu. Das müsste die Entscheidung gewesen sein. Also von allen Spielen in dieser Stimulus Package Reihe, muss ich ganz ehrlich sagen, war das hier noch das wirklich ja, am einfachsten, will ich sagen, aber das am wenigst schwersten. Wir haben hier sehr konservativ gespielt, haben uns hier auch wieder Fehler erlaubt. Das hätte ein anderes Team bitter bestraft. Das hätte hier eigentlich, allein wie wir den Ball bewegt haben, 21-0 stehen müssen. Das würde auch eigentlich den Spielverlauf deutlich besser wiedergeben, als es dieses 10-0 tut. Jacksonville nimmt ein Timeout. Haben natürlich jetzt nochmal die Hoffnung, mit der Offense und genügend Zeit auf das Spielfeld zu kommen. Aber das wird schwer. Cowboys laufen über die Außen an die 40-Yard-Linie. Das nächste Timeout. So, einmal können sie die Uhr noch anhalten. Cowboys mit einem Run durch die Mitte. Oh, wunderbarer Move von Elliott. So. Es ist ein 1. und 10 an der 18-Yard-Linie. Und natürlich, jetzt laufen wir das Ding hier in aller Ruhe nach Hause. Oh, wunderbarer Block hier. Touchdown. Sieg Elliott. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Wir wollten eigentlich über die Mitte laufen. Da war alles zu. Und da kriegen wir einen Wahnsinnsblock. Der hat zwei Defensive-Spieler der Jaguars hintereinander aus dem Weg geräumt. 17-0 der Spielstand. Und logisch, jetzt spielt auch das Ergebnis den Score wieder. Also den absoluten Verlauf dieses Spiels wieder. Den Score wieder. Den Verlauf dieses Spiels wieder. Wir sehen den Kicker von Sirlein. Der Ball an der 6-Yard-Linie. Jacksonville retourniert an die 25. Wir haben einen ersten Versuch und 10. Didi Westbrook. Der Returner. So, wir verteidigen in einer Cover 3. 1. und 10 für Gardner Minshew an der eigenen 25. Vollständiger Pass. Cowboys bleiben in der Cover 3.
Tackle an der 37-Yard-Linie. Boah, das ist ein Riesenraumgewinn. Ball an der 38-Yard-Linie. Gnadenlose No-Huddle-Offense. Mörderhit von Jaden Smith. Ball an der 29-Yard-Linie. Wunderbarer Catch, beide Füße in Bounce. Ball an der 25, die Uhr hält an und wir können erstmal durchschnaufen. Meine Güte. So viel Gas haben die Jaguars im ganzen Spiel bis dato nicht gegeben. Cowboys zeigen den Blitz. Erster und 10 an der 25. Wir haben noch 23 Sekunden auf der Uhr. Minshew läuft ins Aus an der 21-Yard-Linie. Den Blitz der Cowboys grandios aufgenommen. Es sind noch 16 Sekunden auf der Uhr. 2006. Und das ist ein Mörder-Sack. Jordan Lewis, 3. und 18. Und damit endet das Spiel. Wir schlagen die Jaguars 17:0. Beenden damit die Stimulus Package Serie mit einem weiteren Sieg, Maximum Stars geholt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.